Hand, hole mir einen Pass und dann gehe ich zum Aldi und hole Tofu. Und Oil. Und Oil und Pap's sonst nichts. So muss ich jetzt arbeiten. Muss ich aufpassen. Insgesamt 1, 2, 3, 5, 6. Vorher muss ich noch was. Sind nicht so viel. Schmeckt eigentlich nur gut, wenn du irgendwie Fleisch. Du isst nur Fleisch. Hundkopf gibt's nicht mehr. Wurstkopf. Nein, du hast eine Nase, die aussieht wie. Eine Serviette. Das, wenn sie hier essen, können sie ja. Genau, dann können sie. Ja, das ist. Meine Frau hat da ähnliche Erfahrungen. Das ist bei Ihnen. Achtung, sehr heiß. Dann machen wir 9 Euro. Dankeschön. Jetzt schau ich, wo was glücklich ist. Das kann vom Magen auch kommen, von der Magenschleimhaut. Also ich bringe dann Wasser dazu und Paprika und Honigchen. Achtung, heiß. Wünscht man Ihnen auf jeden Fall einen guten Appetit und ein schönes Wochenende. Ich tue dir mal ein so eins, gell? Hat ja gesagt, später. Gell? Kann ich. Vielleicht ist es schwer für ihn. Nicht auf so viel ausgelegt. Oh, gestern.
Dankeschön. Und jetzt, was wird das Wochenende? Ciao. Dankeschön. Tschüss. Er weiß, hier, yeah, du kannst ja mit ihm reden. อันนี้จะเป็นส้มออร์แกนิกนะคะไร้สารพิษเนาะอันนี้เราก็จะซื้อมาเฉพาะเอามาคลุกผิวส้มนะคะใส่ในออเรนจ์ชิคเก้นของเรานะคะเพิ่มความหอมเพิ่มความสดชื่นให้อาหารของเราด้วย Guten Morgen, lange nicht gesehen. Hast dich aber nicht verändert. Wieso, weil du erst trainiert? Ja, genau so. Mit meinen drei Haaren, sagt sie. Danke. Was darf es bei dir denn sein heute? Ja, das ist so süß-sauer, aber. Also ja, deiner Frau habe ich neulich zum Geburtstag noch gratuliert gehabt, vor auch schon wieder vor einem Monat. Weil ich habe bei uns einmal den Hochzeitstag vergessen, den ersten. Ja, da ist man noch nicht so dran gewesen. Ja, da ist noch nicht so einstudiert. Ja. Aber dafür hat sie den zweiten und dritten vergessen. Da hat sie sich gewundert, warum sie auf einmal Frühstück ans Bett kriegt. Das ist ja gar nicht gewohnt. Also, da hast du was angestellt? Nein. Ja, doch, ich habe dich geheiratet. Ja, das stimmt. Ich finde, allein durch Covid ist die Zeit so verpufft irgendwie. Du kannst dann nicht. So, da geht es schon mal weg. Und die anderen zwei. Brauchst du die Füße? Du siehst die Füße. Komm mal ab. Du stehst schon die ganze Zeit mit deinem. Bevor die noch jemand ausraubt. Ja, wir wollten eigentlich. Ja, einmal zum Mitnehmen. Zweimal zum Mitnehmen. Ah, okay. Ich habe nämlich so schlecht verstanden, weil hier. Die kocht schon. Ja, koch mal leiser, Mensch. Ja, du kochst zu laut. Ja, in der Schule des Lebens. Bitte schön, da hat man Wunsch frei. Das muss mit der Katze ausmachen. Ja gut, die Eid. Großer schön. Ah. Also, wirklich. Ich habe nur 60 Euro. Nee, ich kann schon. Ich sehe schon, da ist ein Geschäftsmann. Ja, ja. Ich muss ciao. Gruß daheim. Also einmal in Sri Lanka. Gott, das Wunder war das Essen. Ungewohnt. Training ist ja auch eigentlich scharf, ist ja kein Geschmack, sondern eher ein Schmerzempfinden. Also Papaya-Salat oder so nimmst, da brennst dir ein Loch im Magen. Das ist aber nach Hause schaffen ohne Brandblasen. Oh, schöne Beine. Ich ärgere meine Frau danke auch immer. Schön. Bitte schön. Ciao. Schönen Tag, schönes Wochenende. Ciao, danke. Es ist süß-sauer, gell? Ja. Magst du das? Süß-sauer, ist da Ananas drin? Nein, Orange. Ja, gut, gut. Okay. Aber bei uns ist, wenn Orange ist, ist Orange drin, okay. Wenn Lemon ist Lemon. Gut, aber ja, ja, okay. Wir haben schon mal überlegt, ob wir auch, ich finde ja thailändisch das Wort für Ananas so geil. Das heißt Saparot und die sagen Sapalot dazu. Und das ist irgendwie. Das ist tatsächlich so lustig. Das haben wir schon überlegt, ob wir mal Sapalot Essen anbieten. Das ist ja auch mit Nüssen oder so, aber Ananas muss halt nicht auszahlen. Das stimmt, also Frühstück. Zumal das ja relativ süß. Sind sie orange? Ja, ich werde die orange. Wollt ihr es? Aber es ist halt auch geil, doch blau. Also ich bin so. Macht's gut, ihr zwei, und schönes Wochenende. Und schöne Ferien. Ciao. Hi.
Ja, es ist immer ein bisschen ruhiger in Wathausen, weißt du? Ja. Aber schon okay. Wenn du Eier kaufen, dann kriegst du heute auch. Warte, Serviette kriegst du auch. Wo denn? Das ist dein Mann. Hier. Leckerst. Hier, Nord. Hier, Nord, hey. Wenn du gehst, hier, von Nord. Nein, Felix, mach den hoch. Ich habe es gelernt mal. Ja. Felix ist mein Besser. Oh. Ja. Privat Besser. Immer Popo massiert. Und danach? Er hat mal gelernt. Ausnahmsweise. Hm. Manchmal hat ich kann gut sagen. Was haben wir gesagt, nee, machen wir nicht den Markt für Prominenz. Prominenz. Ja, so, darf bei dir wieder ein bisschen scharf. Ach ja, du. Alles Beste. Natürlich, oder? Halt. Darf es bei dir sein? Ich hätte gerne einmal das gelbe Thai Curry. Ja, einmal ein Baustelleressen. Falls es dann die Jahre wieder besser wird, kann ich ja wiederkommen. Ja, genau. Besteck so. Nee, dafür reicht leider nicht mehr Zeit. Ich wollte gerade sagen. Nee, aber auch in Ferien. Hier ist in Ferien echt richtig schlecht in Bathausen. Ja. Weil die meisten Leute, die fahren dann weg und wenn Freitag ist, gehen sie übers Wochenende weg. Und was macht ihr dann, wie ihr dann woanders nachhört? Muss ich kurz. Bei dir ist schon fertig? Perfekt. Da hast du gerade rechtzeitig angerufen. Danke. Bitte schön, guten Appetit. Ciao. So, oder hier essen? Zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Rausch. Bisschen scharf? Ein bisschen. Wenn du nicht übertreibst. Ja, oder wir machen so eine Kooperation, da können die Leute während dem Haare schneiden. Das sind deine zwei. Du brauchst ja keine Punkte, gell? Nee, ich hab alles dabei. Du hast alles dabei. Ich dachte, das passt schon. Ich hab dich gerade gesehen. Nee, ich stand auf dem Balkon. Ach so. Dann natürlich Logenplatz dann so. Ja, wir sind so, weil ältere Leute wollen ja nur. Um 11 rum oder so, wenn ich mal alleine. Was sie gemacht hat. Ja, was sieht man? 6 plus 2. Dann gebe ich es dir schon mal raus. Das sind zweimal Haare schneiden. Zweimal Haare schneiden am Sonntag? Zweieinhalb Mal Haare schneiden. Das sind dann, haben sie ja schon. Ich habe schon bezahlt. Genau. Dankeschön. Und beim Heben ein bisschen. Ja, das so. Wetter war so Dankeschön. Schlecht, haben wir gesagt. Tschüss. Deine. Danke. Bitteschön. Ja, bei dir weiß ich immer. Das ist neu, gell? Mit eurer Orangensoße. Ja, das ist halt süß-sauer, gell? Genau, mein Gott, das ist halt süß-sauer. Du hattest ja letztes Mal hier, sind es dann 90. Dann sage ich danke. Danke auch. Schönes Wochenende. Ciao. So, und bei Ines ist es dann auch 1980. Hi. Habt ihr noch Orange Chicken? Hör auf. Also ich hasse das dann immer Pulli an, Pulli. Und bin ich immer so in der Jahreszeit ein Fan von Haare, dann kreuz und quer. Perfekt, liebe Dankeschön. Und dann ciao fürs Wochenende. Ciao, gleichfalls. So, jetzt ist hier ein. Ja. Hallo. 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 Next sind jetzt noch mit Orange Chicken. Uns geht's gut. Ja, hast du Urlaub? Ja, genau. Wie bitte? Die erzählt so viel immer. Also, da habe ich gar nicht die Möglichkeit, geheimnisvoll zu bleiben. Und Werkzeug gebe ich dir auch gleich. Ja. So, das ist für. Und das für Marie. Dann haben wir nicht mehr. Vorbestellung. Ja, Mai. Ja, keine Vorbestellung. Treffen und so weiter. Und da, wenn der Inder in Manhattan schon sagt, du bist ein guter Inder. Nächstes Mal Butter Chicken machen, dann
sage ich dir Bescheid, dann kommt ihr vorbei. Wir machen auch Snan, weiß auch nicht. Ich meine das jetzt auch nicht böse. Alles ich hab's ihm auch gesagt. Super. Ich finde eh überbewertet irgendwie. Also kann ich nicht ganz nachvollziehen, also warum man zweimal oder was dreimal und danach mal wieder hypen. Ja, aber die Leute, die hypen das tot, finde ich. Ja, gut, manchmal ist das so. Das sind dann 38, 10, darf ich das gerade so. Geht das? Alles gut. Ja, passt so, ne? Danke dir. Und guten Appetit und schönes Wochenende. Ciao. Klar. Ciao. Aber du hast ungefähr so ein Beispiel mit meinen. Der findet zum Beispiel, das ist sein Liebling. Dann brauchst du ja, weil ich nach beiden Rechnern und ich liebe halt die Anwendung.